Crew. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trucker bei uns auf dem Kanal. Und jetzt müssen wir aber mal ganz flink tanken gehen. Wir haben zwar noch ein bisschen Reserve drin, aber wir müssen mal gucken, wo das hier überhaupt ist. So, da unten ist Onyx, was auch immer das sein soll. Das ist wahrscheinlich irgendeine Route. Da haben wir Autoteile da drüben, 8 Kilometer. Irgendwo war doch hier die Tanke. Ich weiß, dass sie hier war irgendwo. Express Store nach Three Kings. Die muss irgendwo da hinten sein, die Tanke. Glaube ich. Ach, da unten. Wir werden jetzt einfach mal querfeld einprügeln. Und dann fahren wir mal tanken. Da unten ist es, okay. Eieieiei, ob das jetzt eine gute Idee war? Schauen wir mal. Diese ganzen kleinen Fetzen hier, die hier rumfliegen, sind notgefährlich. Für unseren geilen Truck. Uiuiuiui. So, also mal schon, siehste. So, da müssen wir nur ordentlich reinfliegen und dann können wir schon tanken. Wie viel Geld haben wir denn? Weiß ich gerade nicht. Sieht man das irgendwo? Ja, 5398, okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Und dann gehen wir mal gucken, ob ich die Batterie austauschen kann, die eine. Das ist meine Zapfsäule hier. Hau ab davon. Du kommst hier nicht her. So. Zapfsäule 5. So, schön sachte. Schön sachte. Achso, Gas geben, nicht bremsen. Ja, normalerweise ist ja Shift immer schneller, ne? Bei jedem Spiel. Aber bei dem ist es halt bremsen. So. Noch ein Stück. Na? Sind wir nicht richtig drin? Noch nicht ganz. Jetzt. So. 88 Cent pro Liter. Alter Falter. Los geht's. Na, ihr seht, wie das hochrauscht hier. Boah. Wird einem schon ein bisschen schwindelig. Miba, danke für den Resub. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. 93 Kilometer. Siehst du? Wunderbar. So, wir könnten jetzt mal die eine Gravitationsbatterie austauschen. Da weiß ich nämlich selber noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber wir haben ja Batterien, ne? Ah, zum Beispiel. Die ist noch... Boah, die ist ja fast kaputt. Naja, was heißt fast kaputt? Aber die ist, der Gesundheitszustand ist nicht so riesig. Mach mal auf. Dann werden wir die mal hier reinpacken, vorsichtshalber. Wir haben doch hier noch andere Teile, genau. Wenn wir alle mal hier reinstecken. Weil das fliegt ja sonst alles hier nur rum. Haben wir sonst noch irgendwas? Die Batterie nehmen wir gleich. Mach mal auf hier. Ein Luftfilter. Nehmen wir den hier rein? Ja. Dann würde ich hier sagen, dass wir hier die leere Batterie reinmachen. Oder die fast leere zumindest. So, die ist nämlich, glaube ich, hier drin. Genau. Die hat nur noch 15 Strom. Ja. Komm raus. So, künstliche Schwerkraft. Genau. Offenbar ist dein Schwerkraftkompensator außer Betrieb. Das Bewegen in der Kabine beeinträchtigt und aufgrund von schlecht verstauten Gegenständen wird es wahrscheinlich zu Schäden kommen. So, dieses System befindet sich, ja, das wissen wir. Das haben wir ja gerade gefunden. So, jetzt müssen wir das Zeug hier schnell tauschen. Jetzt fliegt hier nämlich alles los. So, jetzt die volle Batterie schnappen. Und jetzt haben wir gleich wieder Schwerkraft. Ich verspreche es euch. So. Na, war doch gar nicht so schlimm. Hier fliegt halt ein bisschen Kram rum. Aber ansonsten... Hauptsysteme, alles noch okay. Alles im grünen Bereich. Mach mal lieber zu. So. Klappe zu. So, und jetzt braucht man nämlich auch eine neue Batterie. Und die müssen wir uns jetzt mal irgendwo holen. Und zwar Harmony Link ist da oben. Hier gibt es doch auch irgendwo. Paint and Ride. Dieser Express, jener Express. Aber ich glaube, wir müssen... Wo boosten wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Sieht man das hier irgendwo? Kann man das auswählen? Nee, da sind wir doch gerade. Das brauchst du nicht markieren. Ich glaube, das ist da hinten, ne?
Oder war das... Ne, warte mal. Station Palmview, das ist doch nur für Aufträge, glaube ich, ne? Oder? Weiß es nicht so genau. Harmony League, was auch immer das ist. 8 Kilometer. Da unten. 0,7. Da. Starbreak Supplies. Genau, da muss ich hin. Oder will ich hin? Wollen wir uns da eine neue Batterie holen oder so? Oder vielleicht gleich zwei? Denn wenn die Dinger ausfallen, dann ist doof. So. Auftragsbörse wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin. So. Da stehen schon die Kollegen. So. Guten Tag. So, Kamera. Die andere Kamera. Da sind wir doch schon. Na, siehste. Und jetzt bremse mal bitte. So, und schön sachte ran hier. Ja, ganz sanft, bitte. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Das tut weh. Na. Ist doch herrlich. Ist doch super, super. Ein Meter. Nicht verfügbar. Komm, noch ein Stück. Jetzt. Die Karre sieht aus. Wir haben erst zwei Aufträge gemacht und die Kiste ist schon im Eimer. So, pass auf, die ist noch voll. Dann haben wir hier Datenkabel. Was ist das? Putzmittel? Oh, aber nicht. Als Putzmittel. Achso, das ist mein Zeug hier. Warte mal, wo ist denn die leere Batterie? Hartschalencontainer enthält 5 Gegenstände. Das war nur das eine. Warte mal, dann müssen wir noch mal ganz kurz zurück. Hier kann man nämlich auch die Sachen rausholen. So, warte mal, wo ist denn jetzt die Kiste mit der leeren Batterie? Da. Genau, ne? Und die schmeißen wir einfach mal hier hin. Dann checkt der das. Was haben wir hier? Datenkabel. Keine Ahnung, ob wir das alles irgendwann mal brauchen. Ich weiß gar nicht, wozu. Da haben wir einen Karton mit Arbeitskleidung. Warum auch immer. Pack mal da rein. Was haben wir hier? Putzmittel. Handwerksbedarf. Okay, mach da auch mal rein. Oh, dann machen wir das zu. Genau, das war ja die andere Kiste mit den vollen Sachen. Ne? Hier war die gute Batterie drin. Die Urk-Dinger. Für irgendwas. Ein bisschen Ersatztreibstoff, sehr gut. Ansonsten haben wir hier nichts weiter rumliegen, außer unsere leere Batterie, ne? Genau. Dann stecken wir das mal hier unten rein. Dass hier ein bisschen Ordnung ist, weißt du, hier muss ja auch mal ein bisschen Ordnung sein. So. Das Zeug hält zwar nicht, wenn die Batterie hier unten leer ist, aber naja. Man weiß ja nie. So, wir wollen in den Shop. Geh mal zu. So. So kommt man hier nämlich doch mal rein. So, das Ding können wir verkaufen. Jawohl. Und das hier werden wir kaufen. Was ist denn das da eigentlich? Eine Packung Bier. Oh. Datenband. Okay. Die Urk-Dinger haben wir noch. Das ist ein Ersatzspritkanister. Der kostet 590. Ne. Wir wollen die haben. Genau. Und Bier nehmen wir auch mit. Handel bestätigen. Müsste so klappen, ne? Bestellungen wurden umgehend zur Luftschleuse geliefert. Und da kommt's schon. Mach mal auf. So, unsere volle Batterie. Die werden wir natürlich gleich irgendwie verstauen. Stellen wir da hin. Da musst du wirklich alles mit der Hand nehmen, ne? Und das lecker Bierchen. Das Bierchen. Warum ablegen? Ich will da trinken, das Zeug. Alkohol. Ich hoffe nicht, dass wir da Ärger kriegen, ne? So, warte mal, wo war denn die eine Kiste? Das war voll. Da würde ich aber lieber die Batterie da reinstecken. Zur Sicherheit, dass die uns nicht da durch die Gegend fliegt. Nee, da passt sie nicht rein. Stell mal dahin. Das sei mal dahingestellt. Hey, hier los.
So, mach zu. Das ist mein Bett. Das ist mein Babett. Und hier passt nichts mehr rein. Okay. Dann kommst du dahin. So, bitteschön. Ja, was macht man mit so Bier? Das kommt ins Bett. Das ist für einen Feierabend. Sehr schön. So, lassen wir das mal so. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal einen neuen Auftrag, ne? Wie sieht es wertetechnisch aus? Sehr gut. Notluftbremse. Solarklappen herunterfahren. Was? Okay. Kommt das erst später? Klemm. Was ist das? Rechte Düse ausschalten? Linke Düse ausschalten? Hintere Düse? Oh Gott, oh nee. Druck für linke Düse. Ach du Heimatland. Aha. Hupen. Ohoho. Wir können auch hupen, Leute. Nicht nur ihr. So, pass auf. Abflug. Machen wir noch einen Auftrag heute. Schöner, einen gemütlichen Auftrag. So, wir haben Strom, wir haben Sprit, wir haben Lust und Laune. Da oben gibt es Medusa. Achso, warte mal. Wir sind ja noch hier, ne? Genau. Wir brauchen erstmal einen Auftrag. So, gib mal Gas, Junge. Fliege mal hier weg. So, wir müssen irgendwo. Auftragsbörse, die ist ja gleich nebenan, ne? Gleich mal. Ja, da ist einer. Geh weg da. Mein Auftrag. Ach, da ist wahrscheinlich noch ein Loch. So. Da ist sie, die Börse. Und klein machen wir heute noch. Und klein schicken. So, mal auf. Ufrelador, por favor. So, wo ist das Loch? Da. Bremsen, 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 Kollege, bremsen. War schon richtig, hast schon richtig gemacht. So, siehst du, irgendwann geht es dann doch ein bisschen flotter von der Hand alles. Und mal schön über was Kleines kriegen hier, ne? Oh. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. 3 Meter. Da geht noch was. Bisschen nach oben, bitte. Zack. Na, geht doch geschmeidig von der Hand. So, was haben wir denn Schönes? 2 Sprünge Messingschrott. Was gibt's denn dafür? 1000. Dann haben wir Speziallieferung 500. Nö. Man läuft in 6 Minuten ab. Was heißt das? Nicht mehr zu schaffen für uns, oder? Geschätzte Zeit 2 Stunden 45. Läuft ab. Erwartet um... Nee, das kann ich ja nicht schaffen. Wir haben 6.04 Uhr. Erwartet um 8.56 Uhr. Aber da müsste ich aber schon Vollgas geben, oder? Schaffen wir das? Weiß nicht. Dann haben wir recycelte Textilien. Einzelsprung. Wo geht das hin? Nach Medusa 6, okay. Synthetische Gelatine. Läuft ab in 2 Stunden 8 Minuten. Wo geht das hin? 2 Sprünge. Ja, lass uns, wollen wir das mal probieren mit dem Messingschrott? Geben wir mal Vollgas. Ja. Okay. Alles klar. Kann ich hier speichern? Ja. Notfallspeicherplatz. Also jetzt habe ich es ja schon angenommen. Naja, egal. So, Vollgas. Komm. So, wo haben wir die Laderampe? Da hinten irgendwo. So, da müssen wir uns irgendwie einreihen. Hier ist ganz schön was los jetzt. Boah, ich hoffe, das schaffen wir. Oh, 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 oh. Ah, oben. Da ist die Fracht. Nun schon gar nicht so weit weg. Oh, oh, oh. Bitte nicht gegen meinen Truck rumpeln. Dankeschön. So, da sind wieder die Verrückten, die ständig gegen die Karren knallen hier. Eieiei, das wird eine enge Kiste. Das wird eine enge Kiste. Egal. Versuch macht klug. Bremsen, bremsen, bremsen.
So, ganz sachte jetzt. Hier könnte ich probieren mit Hupen tatsächlich. So. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da. Oh, der ganz schön schräg hier. So. Jetzt aber zackig, zackig. Oh. Das ist ja nicht so einfach. Na, bisschen hoch. Bisschen hoch, bisschen hoch. Danke. So, jetzt ganz vorsichtig einführen. Sehr gut. So, wo müssen wir hin? Wir müssen... Müssen wir eigentlich hin? Aufträge. Sag ich mal hier. Zwei Sprünge Messing-Schrott nach Edinburgh. Nach Edinburgh. Eins, zwei. So, jetzt schauen wir mal. Da oben müssen wir hoch. Und einmal quer durchs Gemüse, sonst schaffen wir es nicht. Alles dran? Ja. Ja, Hupen könnte man echt mal probieren, wenn uns einer zu nahe kommt, dass du einfach direkt mal Müll machst, ne? Hier. So, 3 Kilometer. Oh, ich hoffe, da kommt jetzt kein Trümmerfeld. Und wir sind ganz schön zackig unterwegs, das kann ich nicht mehr abbremsen. Doch, da kommt Trümmer, verdammt. Na, da ist noch ruhig. Aber das wird nicht lang dauern, da geht das Ding an hier. Oh Gott. So, Trümmer fällt voraus. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Moin, Kollege. Seid alle wach? Seid ihr alle wach? Ja. So, Gesamtgewicht 40 Tonnen. Oh Gott, oh Gott. Und da jetzt einmal quer durch Medusa 6 durch, ne, und nach Edinburgh. Das haben wir ja schon mal gemacht. Mal gucken, ob es uns noch der Weg einfällt. Der Weg ist das Ziel, Freunde. So, bremsen, 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 bremsen. Langsam. Ja, 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 ja. Komm, schalt um. Mopsgeschwindigkeit. So, da sind wir. Was denn jetzt schon wieder? Ey Leute, ich habe keine Zeit für so einen Mist. Oh. Mein Gott. Muss das sein? Habt ihr das nicht beim letzten Mal schon gemacht? Ja, danke. Ja, ja, danke. Nichts. Danke für nichts. So, wir feuern da wieder durch. Gehen wir durch den Geschäftsbezirk wieder durch oder machen wir Querfeld ein? Ich weiß nicht, zeitlich gesehen müssten wir Querfeld einfahren. Das könnte aber gefährlich werden. Komm, wir geben einfach Gas. Wir gucken mal hier. Kriegen das schon irgendwie hin. Wohin sind wir ja nur zu blöd abgebogen, glaube ich, ne? Geschäftszentrum, aber ich kann auch nirgends anders lang hier. Ich kann erstmal nur da lang. Schauen wir mal. Wenn das wenigstens dran stehen würde oben, ne? So. Haben wir hier ein Speedlimit? Wahrscheinlich. Uiuiuiuiui. Mach Platz! Ich muss darüber. Es nützt nichts. Ab durch den Müll, würde ich sagen. Ganz vorsichtig durch den Müll gelenkt, hä? Ah, da kommt schon so ein fetter Stein an. Das ist blöd, das ist blöd. Aber ein Risiko, ne? Obwohl, wenn wir es beschädigen, das ist ja auch blöd. Oh, oh, oh. Junge! Muss schon immer hupen hier. Wo will denn er hin? Macht denn er für einen Quatsch hier vorne? Der ist doch völlig, der ist doch besoffen. Leute, der ist, er hat doch was getrunken. Ich habe das Bier dabei, ne? Ich sehe das. Ja, ne? Ich werde dann heute Abend auch trinken. Was macht denn ihr? Oh, oh, oh. Jungs? Ey, sag mal. Ja, danke.
Ey, jetzt ist der in meine Karre reingeknallt. Verkehrsunfall minus 200. Haben wir irgendwas kaputt? Nö. 54% der Anhänger ist beschädigt. Ach du Scheiße. Ey, komm, wir müssen durch das Trümmerfeld. Das ist mir zu viel Risiko hier vorne mit dem Typen hier. Das ist ja völlig krank. Ja, ich weiß, Trümmer, das sehe ich auch. Wir müssen aber da runter, ne? Also diese Wegfindung und die Wegführung müssten sie ein bisschen besser machen. Der Typ. Ja, ich weiß, Trümmer in der Nähe. Du, das weiß ich auch, das sehe ich. Oh, der ist mir voll reingekracht. Und ich habe, glaube ich, keine Schuld gehabt, ne? Aber ich muss es trotzdem zahlen. Das ist ja ein beliebter Spot hier heute, ne? Na, Rock'n'Roll, Kumpel, komm. Wie sieht's aus? Hallo? Habe ich nicht bezahlt, oder? Habe ich die Maut nicht bezahlt? doch, schon. So, wo müssen wir abladen? Da hinten wieder. Oh je. Na los. Die Abladezone kennen wir ja mittlerweile schon. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir jetzt wissen, wo es lang geht, ne? Wir könnten auch hier rumfahren, aber ich sag mal Schuster, ne? Leisten und so. Junge. So, rum die Bude. Oh Gott. Oh. So, Abladezone da hinten. Okay. Mai. So, wieder darüber. Ein bisschen weniger Gas. Wir vorhin nicht eine andere Abladezone oder war das auch die? Ah, das war dieselbe, okay. Wir sollen mal gucken, dass die kleinen Scheißer mir nicht in die Karre fliegen hier. So, irgendwo da drüben. Nochmal dreh dich rundherum. Und jetzt kriegt man bestimmt richtig was abgezogen wegen diesem blöden Ochsen. Hundertprozentig. Das ist nicht gut. Messingschrott aber 100%, ne? Nur der Anhänger ist kaputt. Kann ich mit leben. So, da einmal rein. Eieiei, das ist so eine blöde Abladezone, das glaubst du ja nicht. So, sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Ja. Und los das Zeug. So. Boah, da ist aber jetzt nicht viel übrig geblieben von der Kohle. Dafür, dass wir 1045 hätten kriegen sollen. Fahrlässiges Fliegen, warum ich? Ne, das ist immer so eine Sache, die ich nicht verstehe. Beschädigtes Kundeneigentum. Messingschrott war bei 100%, aber wahrscheinlich der Anhänger ist da gemeint. Selteros, grüß dich. Und unprofessionelles Verhalten. Warum? Keine Ahnung. Ihr Lieben, ihr könnt mich ja mal aufklären. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann haben wir fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.